Ja, herzlich willkommen zum zweiten Teil Mediencenter selbst gebaut mit dem Raspberry Pi und Kodi. Wir brauchen natürlich noch eine Micro-SD-Karte. Ich empfehle euch eine Klasse 10-Karte, die richtig schnell ist, denn wir wollen ja durch eine schlechtere SD-Karte den Raspberry Pi ja nicht ausbremsen. 8 GB RAM sind Mindestvoraussetzungen. Man kann auch eine 32er nehmen, wie ich sie hier mal eben eingeblendet habe, aber ich selber verwende eine 16 GB RAM Micro SD-Karte. Die werden wir jetzt mit einem Betriebssystem aufspielen. Da gibt es jede Menge Betriebssysteme und ich empfehle aber Noobs. Ihr gebt oben in eurem Internet Explorer www.raspberry.org ein, klickt dann hier auf Downloads. Und dann dürfte hier das hier erscheinen, einmal Noobs und einmal Raspbian. Und Noobs ist ein Frontend, wo man in einer Liste verschiedene Betriebssysteme auswählen kann, bevor das Betriebssystem eigentlich startet. Und das empfehle ich euch, euch runterzuladen. Dann klicken wir auch hier drauf. Und dann macht sich ein neues Fenster auf. Und es gibt zwei Möglichkeiten, Noobs herunterzuladen und zu installieren. Auf der einen Seite gibt es hier Noobs Lite, das heißt, dass es nur übers Netzwerk installiert wird. Brauchen wir nicht, geht auch momentan nicht, weil wir müssen es ja auf eine SD-Karte kopieren. Deswegen laden wir uns Noobs hier herunter. Und zwar hier dieses Download-Zip. Wenn wir es runtergeladen haben, entpacken wir es und gucken erstmal nach, ob es da irgendwelche Fehler gibt. Hier ist alles drin. Perfekt. Einige werden ein anderes Entpackprogramm haben. Ich selber benutze es 7-Zip und entpacke es hier. Und da oben sehen wir schon, dass sich Noobs entpackt. Ja, dauert ein bisschen, geht aber ratzfatz, hoffe ich doch. Jawohl, dann brauchen wir das nicht mehr. Hier ist unser Betriebssystem. Unser entpacktes Noobs. Hier ist auch alles drin. Und unsere SD-Karte haben wir schon in den Computer eingelegt. Die sehen wir dann hier. Volume, da ist nichts drin. Wichtig ist, dass dieses Volume formatiert sein muss. Und zwar auf FAT32. Und darauf achten, dass auch alle Kapazität da ist. Gut, ich habe mich für eine 16 GB Karte entschieden. Wichtig, es muss formatiert sein auf FAT32. So, und wenn wir das gemacht haben, dann brauchen wir nur noch die Noobs-Dateien, die wir hier haben, die sich hier aufmachen. Da werden wir alle markieren, werden wir auf unsere SD-Karte kopieren. Entweder rüberschieben, loslassen, bis das kleine Pluszeichen da ist. So, will ich mal hier noch ein bisschen sichtbarer machen. Ja. Und wenn wir das dann alles rüber kopiert haben, werden wir die SD-Karte in den Raspberry Pi stecken und ihn dann hochfahren. So, die letzten Sachen hat er fertig eingefügt. Kann man nochmal gucken. Dürfte alles da sein. Perfekt. Jetzt einfach die Karte entnehmen und in den Raspberry Pi stecken. Jetzt schließen wir unseren Raspberry Pi mit der aufgespielten Noob-Software auf der Micro-SD-Karte an einen Monitor an oder an einen Fernseher. Hauptsache, ein HMD-Eingang ist vorhanden. Ich kann hier nochmal zeigen. Ich habe hier hinten einen Funkdongel reingemacht in einer der vier USB-Eingänge, weil ich habe eine Funktastatur und damit lässt sich das erstmal leichter bedienen und einstellen nachher bei der Software. Ja, dann haben wir hier die Stromversorgung, habe ich ja schon gezeigt. HDMI-Eingang und der Audioausgang Stereo. Hier ist die SD-Karte und hier haben wir ja zugemacht, weil wir hier keine Schnittstelle haben, um irgendwelche andere Hardware zu programmieren. Wir wollen es erstmal als Mediengerät einsetzen und wie wir das machen, das zeige ich jetzt, indem ich hier erstmal die dort liegenden Kabel anschließe. Wichtig ist, wir brauchen Internetanschluss, also geht dieses Netzwerkkabel direkt an den Router. Dann haben wir den HDMI-Eingang zum Monitor oder zum Fernseher hin und die Stromversorgung für den Raspberry Pi.
Jetzt schließen wir mal an. Also, was nehmen wir denn als erstes? Als erstes nehmen wir mal den Netzwerkstecker. Zack. Dann den. Ach so, vergessen zu sagen. Das hier ist optional. Das ist ein USB-Stecker für eine externe Festplatte, die ich auch hier hinten reinstecke. Und hier ist die Festplatte. Da können Medien drauf sein, Filme, Fotos. Die kann dann der Raspberry Pi später alle selber zuordnen, wenn man ihm das sagt. Nun noch den HDMI-Stecker hier eingesteckt und die Stromversorgung. Wie schon gesagt, das Netzteil habe ich erstmal von der Stromversorgung herausgenommen. Ja, und dann stellen wir das hier mal hin. Und hier sieht man auch schon die Tastatur. Und dann schalten wir ihn mal an. So, wir gehen dann auf die Einstellung unseres Monitors und steuern auf HDMI 1 und machen dann den Raspberry mit Strom an. Und dann sehen wir, dass der Raspberry Pi startet. So sieht das zuerst aus. Jetzt liest er die Noobs-Datei aus und initialisiert sozusagen das Startprogramm bzw. die Auswahlmöglichkeiten, welche wir nehmen können, um welches System auf dem Raspberry Pi fest zu installieren. Da gibt es jede Menge. Aber wir brauchen nur zwei. Welche brauchen wir denn? Am besten gleich die erste und die zweite, weil wir sehen ja, dass da rechts eine Festplatte ist. Und die anderen werden ins Internet gehen, um dann halt eben sich von dort aus zu installieren. Ein Häkchen an den Raspbian und einmal an LibreELEC. Mit dem Betriebssystem Raspbian können wir dann auch ins Internet gehen und surfen und uns YouTube-Videos angucken. Also alles, was betriebstechnisch ist oder halt eben am Computer Dinge machen auf Linux-Basis und programmieren. Worum es geht, ist unser Kodi-Programm, welches wir für LibreELEC hier installieren. Wichtig ist, dass ihr da unten Deutsch einstellt, angibt. Und dann heißt es installieren. Jetzt werden die Betriebssysteme, die wir ausgewählt haben, auf die SD-Karte dauerhaft geschrieben. In dieser kalten Jahreszeit empfehle ich vor allem eine Handcreme. The Raspberry Kiss. Mit Mandelöl und Drachenfrucht. The Raspberry Kiss. Kiss. So, jetzt hat er fertig installiert. Und jetzt brauchen wir nur noch auf OK drücken. Und jetzt können wir unsere Betriebssysteme auswählen. Raspbian, ein spezielles Betriebssystem für den Raspberry Pi auf Linux-Basis, Open Source, kostenlos oder LibreELEC. Da ist dann unser Entertainment Center drauf, namens Kodi. Auch nach dem Start des Raspbian Pis sehen wir dann dieses Fenster und wir drücken Enter und es wird sich Kodi öffnen, das Mediencenter, auf das wir so lange gewartet haben. Da ist schon mal das Kodi-Logo. Also ich bitte jetzt die schlechte Bildqualität zu entschuldigen, ich mache es aber trotzdem vom Fernseher aus. Jetzt steht hier noch alles auf Welcome und der Wizard, also so ein Setup-Wizard-Zauberer. Willst du machen? Willst du machen? Next. Da können wir alles auf Next gehen, weil das braucht uns erstmal nicht installieren. Okay, auf der linken Seite ist dann das große, die große Navigationsleiste, aber wir müssen erstmal einstellen und zwar auf Deutsch. Das heißt Interface Settings und da gehen wir auf Regional
Dann steht auch schon hier die Sprache. Dann gehen wir auf German. Ja, das wird in German heißen. Also gehen wir dann auf Germanisch, German. Und jetzt ist es wichtig, dass wir Internetverbindung haben, weil die ganzen Einstellungen dann nämlich noch aus dem Internet nachgeladen werden. Jetzt gehen wir nochmal auf Stop auf Regional. Zeichensatz Standard, da würde ich Zentraleuropa ISO nehmen. Die Tastaturbelegung ist natürlich auch deutsch und zwar QWERTY. Genau, richtig. Und wir sehen, dass Englisch auch noch aktiv ist. Ja, das ist ja diese hellgrüne Farbe. Ich hoffe, das sieht man dann. Die können wir ruhig ausmachen. Brauchen wir nicht, weil wir sind ja hier in Deutschland. So, wenn wir das fertig haben, auf OK. So, dann brauchen wir natürlich noch die Region. Von Belgien auf Deutschland. Zeitzonenregion müssen wir auch einstellen. Germani, da ist es da. Da ist unser Germani. Zeitzone Europa-Berlin, daher haben wir es doch schon. Jawohl, das haben wir schon mal. Das ist erstmal das Wichtigste, dass man erstmal unsere Sprache erkennt, beziehungsweise die Spracheinstellung macht. Bildschirmschoner braucht man nicht. Mastersperre kann man machen, indem man ein Passwort vorher eingibt, nachdem Kodi aufgerufen wird. Ja, dann gehen wir wieder zurück. So, dann schauen wir uns das System an. Da sollten wir vielleicht auch noch ein paar Einstellungen machen und drüber gucken. Also Anzeige, Auflösung, Desktop, das ist ganz gut. Man kann auch andere Auflösungen drauf machen, kleinere, je nachdem, was euer Monitor hergibt, damit das angepasst ist. Aber Desktop ist dann sowieso automatisch. Bildwiederholrate 60 Frames per Second, wunderbar. Was sagt unser Audio? Da heißt es Audio-Ausgabegerät, Pi HDMI. Aber ich möchte ganz gerne auch noch unseren analogen Ausgang ansteuern, das heißt also HDMI und analog, falls wir eine Stereoanlage angeschlossen haben. Ja, Anzahl der Kanäle 2, Lautstärke Schritte 20, da gehe ich ganz gerne auf 10, sonst ist es ein bisschen zu sprunghaft, die Lautstärke klangschimmert und so, das kann alles so bleiben. Dann Eingabe, Geräte, Maus- und Touchscreen-Unterstützung aktivieren, angeschlossener Controller konfigurieren. Können wir erstmal so lassen. Internetzugriff, das bleibt auch erstmal so. Da geht es um den Proxy. Energiesparen können wir erstmal überspringen. Add-ons, ganz wichtig, automatisch installieren. Benachrichtigungen anzeigen, ganz wichtig, und unbekannte Quellen, das kennt man vielleicht eventuell von einem Android-Gerät, was Applikationen, also Apps unbekannter Herkunft auch mit installiert. Ja, Add-ons Logging, das können wir auch getrost weglassen. Ja, so, das war die Systemeinstellung. Dienste. Was haben wir für Dienste? Allgemeine Gerätenamen. Hier können wir einen anderen Namen für unser Gerät nennen. Ja, lassen wir bei Kodi. So, dann haben wir hier die Steuerung über Webserver. Das heißt also, ich kann andere Geräte fernsteuern. Entweder mit Kodi oder durch Kodi oder mit einem Android-Gerät, das heißt Tablet oder Smartphone. Da komme ich aber später dazu. Hier die Freigabeoptionen, AirPlay für Apple-Liebhaber und man kann hier noch einen Wetterdienst einrichten. Gut, was haben wir denn noch? LibreELEC, das sind die speziellen Einstellungen für das LibreELEC-Betriebssystem. Da müssen wir auch nochmal gucken. Und zwar LibreELEC, hier haben wir Tastatur US. Das ist sozusagen das Rahmenprogramm, wo Kodi aufgebaut ist. Da müssen wir auf jeden Fall nochmal einstellen. Das sieht da wieder anders aus. DE, ja, mal gucken, DE Latin, nee, machen wir einfach nur DE für Deutsche. So, dann haben wir es auch. Stopp. Zack, automatische Aktualisierung, sehr wichtig, automatisch. Weil das ist das Tolle, wenn wir nämlich den Raspberry starten und Kodi öffnet sich, dann werden automatische Aktionen Updates
heruntergeladen und installiert. Weiter geht's mit Netzwerk. Das brauchen wir erstmal nicht, weil es funktioniert schon so. Das sind die Verbindungen, die wir gerade haben, weil er hat ja auch WLAN an Bord. Dienste, Samba, das ist Linux eigen. SS, das brauchen wir erst auch mal nicht. Bluetooth, die haben wir noch nicht aktiviert und über. So, das sind erstmal die wichtigsten Einstellungen für unseren Kodi. Ja, wie es weitergeht, werde ich dann später in einem anderen Teil erklären. Also, bis zum nächsten Mal.